Was geht, was geht, was geht, Freunde? KEV ist wieder unterwegs. Endlich, nachdem der Mai so verregnet war, man konnte gar nichts machen. Es war so für den Arsch, einfach komplettes Kackwetter. Und nachdem der Wetterfrosch mal gedacht hat, okay, ich hau mal ein paar Sonnenstrahlen raus, genau in der Woche stelle ich fest, dass mein Feuerstuhl hier einfach keine Leistung mehr hat. Ich denke, was ist denn jetzt? Fährst du mit ein paar Jungs in Harz? Willst du mal wieder richtig am Kabel drehen seit langem? Ich meine, seit meinem Unfall bin ich nur ganz ruhig gefahren, die letzten Monate, seit März. Erstmal wieder dran gewöhnen. Und ja, ich mir gedacht, gut, fährst mal mit. Gucken, ob du dranbleiben kannst. Gibst du Gas, passiert nichts. Einfach nichts. Als hätte man Diesel in den Ranzen gekippt. Einfach nichts passiert. Oh, ein Problem nach dem anderen. Und ich hoffe, heute wird es anders, obwohl das Wetter ja auch wieder richtig kacke aussieht. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, du musst deinen Millionen Zuschauern einfach mal wieder zeigen, dass du noch am Start bist. Aber wie gesagt, wir haben viel geschraubt, viel gesucht, was das Problem sein könnte. Dann habe ich bei meinem Händler angerufen und der meinte, ja, das Problem kenne ich, hatte ich schon ein paar Mal, tausch mal den Auspuff. Ey, und zum Glück, und wirklich zum Glück, hatte ich noch einen Auspuff da, den mir Lutz für ein Apfel und ein Ei, Lutz, wenn du das siehst, ich glaube er nicht, aber falls doch, ey, danke, du bist der Beste, ich küsse dich, mein Freund, ich vergesse dich niemals, mir einen mitgegeben hat, ich habe den rangeschraubt und das Ding fährt sich, boah, wie neu, ganz anders. Ich kann euch mal einblenden, was das Problem war oder was wir denken, was das Problem ist. Klappe am neuen Auspuff. Und am alten. Oh, Alter. Keine Chance. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Cut raussteigen und gucken, ob der vielleicht auch dicht war. Aber die Klappe hat komplett gehangen. Ja, und heute machen wir einfach so ein kleines Video. Kleine Ausfahrt. Gucken, was so geht. Wir werden jetzt hier nicht Vollgas geben, weil das ist halt auch Arsch. Ja, bewölkt und ein bisschen so hohe Luftfeuchtigkeit. Aber einfach mal gucken, was so an Beschleunigung drin ist, wie sich die ersten beiden Gänge verhalten. Oh, heftige Kurve hier. So ein richtiges Krawallvideo kommt auch noch, wo ich dann versuchen werde, von 0 auf 300 komplett durchzuballern, so loszufliegen, dass ich hier bei Frau Baerbock die Zehennägel hochklappen. Aber wie gesagt, heute erstmal Suture anfangen, mal gucken, was überhaupt hier so drin ist. Ich muss mich selber dran gewöhnen hier erstmal. An den Feuerstuhl, das geht wie Hulle hier. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich fahre die Reifen ein bisschen warm. Und da treffen wir uns einmal an einer dafür geeigneten Stelle. So, Freunde der Sonne, wir sind angekommen an meinem Lieblingsschild. Bitte, bitte nimmt es mir nicht weg. Bitte nimmt es mir nicht weg. Also, sobald das durchkommt, 130. Ich fahre los, ich klaue so viele Schilder wie es geht. Und dann stelle ich die da auf, wo ich meine, dass ich hier Vollgas geben kann. So, jedenfalls, wie gesagt, jetzt versuchen wir mal gleich mal einen schönen Start hinzulegen. Natürlich ist mein Visier jetzt voll beschlagen. Ich werde jetzt hier nicht direkt Vollgas geben, wie gesagt, es kommt im nächsten Video. Nur mal gucken, wo es so hingeht, in welche Richtung es geht. Es wird auf jeden Fall jetzt schwer sein, in den ersten beiden Gängen, dass sie nicht direkt hochgeht. Das versuche ich unter Kontrolle zu halten. Wir schauen mal, was so geht. Und wie gesagt, im nächsten Video gehen wir dann noch mehr auf die Technik ein, PS, Newtonmeter, aber wie viele Umdrehungen, was kann die nicht. Und ja, wenn das gleich losgeht, dann starten wir, dann heißt es Kopf runter, Arsch hoch. Das sage ich normalerweise nur zu Frauen. Oh, wir müssen noch auf A gehen hier. A wie Anal. Was soll das hier überhaupt? Ich habe die Bahn gemietet, Junge. Hör mal. Ja, die hole ich gleich alle paar Sekunden ein. Ich brauche ein bisschen Abstand. Okay, ich denke, wir können starten. Das Ding geht wie Scheiße! Oh! Oh
das ist krank. Das ist krank. Ich hoffe, man sieht das irgendwie ein bisschen. Ah, scheiße, die Autobahn ist so voll. Vielleicht auf dem Rückweg nochmal. Oh Mann, Alter, ich hoffe, man hat sehen können, wie das Ding da vorne marschiert. Ich habe ein paar Mal da Scheiße am Schalten gemacht. Ich komme da selber gar nicht so richtig hinterher. Das war nicht mal annähernd Vollgas in den ersten beiden Gängen. Hier geht einfach so unglaublich viel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Motorräder über 200 PS haben. Das ist doch unmenschlich. Alter Verwalter. Ich glaube, mein Stupper ist nass. Der ist nass. Ich bin hundertprozentig ausgelaufen. Oh. Aber vielleicht können wir auf dem Rückweg noch mal was hinlegen hier. Oh, moin. Weil im ersten Gang ist sie wirklich bissig. Im zweiten auch noch, da muss man echt aufpassen. Hier im ersten Gang. Blitzer. Von beiden Seiten der Hurensohn. Oh, mich nicht. Mich kriegst du nicht, Junge. Auf dem Sonntag die Missgeburten. Wir haben sie grün gedacht. Mich kriegt er. Mich kriegt ja keiner. Ist das klar? Oh, hier ist Stau oder was? Stau aber nicht für mich. Jo Leute, also ohne Scheiß. Macht das nicht nach, ne? Also das war gerade wirklich zu dolle. Das kann ich auch keinem empfehlen. Ich bin in der Hinsicht auf jeden Fall kein gutes Vorbild. Guckt euch sowas nicht ab. Ruckzuck ist das nämlich ganz. Kann ganz schnell vorbeigehen. Oh Mann, aber. Ey, Motorradfahren ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich, diese Emotion, diese Konzentration, die man automatisch entwickelt. Alles andere ist ausgeblendet. Boah, das ist heftig, Alter. Man ist fokussiert. Digga, unnormal. Unnormal. Ich liebe das einfach so sehr. Und ich liebe dich, du kleine geile Sau, Alter. Also, es wird auf jeden Fall noch ein anderes Video kommen, wo wir noch mehr Gas geben, wo wir richtig am Kabel drehen. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Abonniert den Kanal. Schreibt gerne was in die Kommentare. Auch wenn es scheiße ist, wenn ich... Haut alles voll. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig losgehen. Ich habe richtig Bock. Wir werden viel, viel Blödsinn machen, Leute. Alles klar. Bis dann. Haut rein. Ciao.